Und damit herzlich willkommen zu einem Video zu Shakes and Fidget. Und wir haben Neues aus den News. Es dreht sich um Events Freitag 13. und das Sommersammelsurium. Und da bin ich sehr gespannt. Wir werden es gleich durchlesen. Ich weiß noch nicht, was es gibt. Ich weiß nur, dass es den Post gibt. Wir schauen uns das zusammen an. Wir fangen oben an. Moin Moin, herzlich willkommen und hallo. Es ist wieder Mittwoch, es ist Bergfest. Und wie jede Woche zur gleichen Zeit gibt es eine News mit aktuellen Infos. Also fangen wir an. Denn heute gibt es ein paar mehr Punkte zu benennen. Okay, Freitag, ne, der 13. wenn wir das Pet finden, ne? Den guten Zornox. Den müssen wir uns holen. Auch ich Freitag. Auf dem neuen Server werde ich leider noch nicht holen können. Aber Freitag der 13. kommt auch relativ schnell wieder. Ich glaube, in ein paar Monaten haben wir den direkt nochmal. Das heißt, wer es jetzt nicht bekommt, hat nochmal ein paar Monaten die Chance und muss nicht direkt ein ganzes Jahr warten. Freitag nicht als Stichwort, denn natürlich gibt es zu diesem Wochenausgang auch wieder verschiedene Events. Diesmal Epic Kauf Rausch und Tag des heißen Eisens. Muah. Nice. Freuen wir uns schon drauf, ne? Nochmal als ein Reminder, diesen Freitag 18 Uhr Epic Event Livestream auf twitch.tv/spoiler94. Gott, habe ich schnell geredet. Am Ende kommender Woche stehen dann an Fest der Festung, Glanzparade des Goldes. Heißt, in übernächste Woche gibt es dann, warte mal, Fest der Festung sind nur auch große Jems, ne? Ui. Ich würde sagen, danke GeForce, dass mein Game-Ready-Treiber verfügbar ist. Vielen lieben Dank. Heißt, bis dahin haben wir sicher nochmal die ein oder andere Ritterhalle 15 mehr. Und dann würde es sich ja schon fast lohnen, nach dem einen oder anderen Black Game zu suchen, ne? Ich hangel mich mit dem Stichwort zu Stichwort, denn kommende Woche markiert den Anfang unserer Sommer plus Verkaufswochen SSV bei Shakes and Fidget. Aufmerksame Leserinnen und Leser des Changelogs werden ein Sommersammelsurium bemerkt haben und heute erkläre ich euch, was es damit auf sich hat. Jetzt bin ich gespannt. Von Montag, dem 16. bis Sonntag, den 29. August, also 14 Tage, ne, habt ihr 14 Tage Zeit, täglich 3 Aufgaben abzuschließen und damit Punkte zu sammeln. Okay, die Aufgaben sind unterschiedlich schwierig und geben dafür 5, 10 oder 15 Punkte. Ihr könnt also insgesamt 420 Punkte in 2 Wochen sammeln. Ja. Ja, 14 mal 15 Punkte, 420. Ja. Was macht man nun mit den Punkten? Ihr könnt Preise einheimsen, je mehr Punkte ihr habt. Ihr könnt Preise einheimsen, je mehr Punkte ihr habt, desto mehr Preise. Ergibt doch Sinn. Das Gute ist, dass ihr nicht jeden Tag alles erledigen müsst. Denn wenn ihr zum Beispiel die maximal nötige Punktzahl von 300 erreicht habt, winkt als Hauptpreis des Events ein schöner, großer, legendärer Stein als Belohnung. Yo, das ist nice. Jetzt ist die Frage, skaliert der Stein, den man bekommt, mit der Ritterhalle der Gilde, mit der Mine und unabhängig davon, dass wir überhaupt, ich gehe von aus, dass wir einfach so einen legendären Stein bekommen, auch ohne, dass wir jemals in dem Legendary Dungeon waren. Das hört sich nice an, aber wenn ich überlege, 14 Tage ein Event, am Ende gibt es dann nur einen legendären Stein, aber hier steht er auch als Hauptpreis. Was gibt es denn sonst noch als Rewards? Ich will mehr wissen. Am Sonntag erinnere ich euch auch noch einmal an den Start der Aktion am Folgetag. Denn wenn ihr den Würden der Werner anklickt, ist das Sommersammelsurium dort als Event einsehbar. Inklusive Aufgaben, Punktestand und so weiter. Ja. Ich bin gespannt. Hört sich cool an. Glaube ich. 3 tägliche Aufgaben zum Abschließen. Ich frage mich, was das sein wird. Ob das jetzt so ist wie beim Kalender ganz normal. Sowas wie fütter 5 Pets und keine Ahnung. Und greift 23 Assassinen an. Nackt. Mal abwarten. Mal abwarten. Und gerade mit Thematik hier Preise bin ich mal gespannt. Ob sie nur den einen legendären Stein gibt. Und selbst der ist halt ultra nice, ne? Also ich würde das Event auch jeden Tag
Homblet auskosten und die maximale Punktzahl versuchen zu getten, einfach nur für den großen Ling, der ein Edelstein. Zwar auf meinen alten Servern, oder halt auf meinem Bersi zum Beispiel, oder Druiden jetzt nicht so rewarding, weil die haben eh schon komplett voll mit großen Legendary Games. Aber auf meinem Account, wie jetzt dem Krieger auf W50, der freut sich sehr über so einen großen Legendary Game. Der kann schon ordentlich carryen. Trotzdem hoffe ich, dass es da mehr als ein Reward gibt. Wir können mal in die Changelogs gucken, vielleicht sehen wir da irgendwas. Hier steht auch nur Taverne Event Sommersam Syrium hinzugefügt, ansonsten nichts. Bin gespannt. Alles klar, das soll's gewesen sein zu den News. Sommersammelsurium, Sommerschlussverkaufswochen bei Shakes and Fidget. Es geht los am 16. in 5 Tagen. Let's fucking go, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre im Träumchen. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.